Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 146. Let's Play auf Lichess. Wir spielen mit Schwarz mit Bruce Lee, 13. Und wir warten auf einen Zug von ihm. Kommt noch ein Zug? Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 146. Let's Play of Lee Chess. Wir spielen mit Weiß, mit Undertaker 25 und ich spiele E4 schon wieder sizilianisch. Und wir haben wieder einen, ja, schon Brocken hier mit 2200. Und wir tauschen hier einmal ab. Ich spiele hier gerne das antisizilianische System mit F3 und... Okay, hier C4 oder Läufer E3. Okay, ich spiele lieber mal C4, weil Läufer E3 kann mit genau Dame B6 unter Umständen beantwortet werden. Und hier gehen wir zurück. Decken ist wahrscheinlich nicht so gut, weil dann der B-Bauer hängt, aber ist es so schlimm? Ist es denn so schlimm? Kann man dann da nehmen und dann Läufer D4 spielen. Ist vielleicht auch interessant, aber ich möchte eher ruhig spielen. Gehe hier mal zurück. Und er kann ja... Aha, hui. Gleich angreifen. Ja. Typisch für die Sizilianer. Okay, spielen wir mal für die sizilianischen Spieler. Spielen wir mal A4. Okay, aber greift er den auch noch an? Ist es jetzt hier Vollangriff, oder? Okay. Wie wär's denn mit Springer A3 oder Springer C3? Beides sieht gut aus und ich sehe eigentlich nicht, was dagegen spricht. Okay, gegen Springer C3 spricht vielleicht Dame B4. Nee, es ist... Ja, Dame B4, ja, kann er hier angreifen. Aber was bringt's ihm denn? Den, ja, dann jetzt gehen wir, jetzt können wir nach vorne gehen. Gehen wir mal nach vorne. Dann machen wir da mal dicht, so. Er spielt sehr schnell. Warum? Was ist denn? Was ist denn los? Machen wir vielleicht den? Jetzt gucken wir einfach mal auf den Bauern, was er denn damit so macht. Ja, dann verliert er den Bauern. Oder will er den verlieren? Schlägt, schlägt. Hat er hier einen Schach? Ist es Schach schlimm? Ja, vielleicht schon, weil mein Springer hängt. Eieiei. Was sind das wieder für Entscheidungen? Können wir nicht einfach den machen? Und dann hängt erstmal der Turm. Ja. Probieren wir mal. Jetzt hängt sein Turm dahinter ein bisschen rum, weil er hat seine Entwicklung vernachlässigt. Nur um anzugreifen. Ah ja. Jetzt mal schauen, wie das ausgeht. Kann er hier schlagen, weil am Ende... Wenn ich hier mit Schach schlage, dann ist mein Turm angegriffen, wenn er rausläuft. Macht das irgendeinen Unterschied? Weil, aber ich kann ja auch mit dem Springer zurückschlagen zum Beispiel. Ja, sollte. Aber ich muss ja gar nicht. Doch, ich muss, weil mein Springer hier hängt. Ah doch, ich kann einfach zurückziehen. Turm C3, oder? Das ist alles gedeckt. Alles gedeckt. Das Schach hier geht auch nicht. Ja, genau, das dachte ich doch. Jetzt geht der und Turm C3. Turm C3. Ja, das hat er nicht gesehen, oder? Oder habe ich jetzt was übersehen? Will er hier reinopfern? Schlägt da weiter? Ja, okay. Und jetzt? Habe ich einfach zwei Bauerneinheiten mehr, oder? Und sein König steht ein bisschen draußen. Ob das so gut ist? Und jetzt reißt er da auch noch auf? Das kann doch nicht gut sein. Ich kann ja auch hier das Schach geben. Moment. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. Nein, komm, nehmen wir einmal, können wir rausnehmen. Und dann können wir das Schach geben. Aber bringt so viel. Also mir gefällt eigentlich Dame hierhin ganz gut. Ich möchte abtauschen, ich möchte ins Endspiel. Ich möchte keine Überraschungen. Und er ist ja komplett unterentwickelt.
Hier sollte ich auf Gewinn stehen. Hier sollte ich eindeutig auf Gewinn stehen. Und ich weiß nicht, was er hier macht. Jetzt gehen wir mit dem König. Ja, ich muss ein bisschen ermüchtern, dann den machen und dann hier angreifen. Aber er kommt ja aktuell nicht rein. Deswegen. Und ich mache einfach Turmverdopplung. Und ich denke, dann ist ganz schnell Feierabend hier. Ja, wenn ich zur Turmverdopplung komme, dann, oh je. Oh, oh. So, jetzt droht eine ganze Menge, schätze ich mal. Machen wir erstmal dieses Schach. Ich hätte auch die Damen tauschen können. Ich kann immer noch die Damen tauschen. Ich kann hier alles möglich machen. Dame C4 ist auch, sieht auch gut. Ah, gut, der Springer ist noch im Weg. Okay, oh, Dame C4. Er hat kein... Hat er da ein paar Schachs? Weil ich drohe mit dem und dann ist ziemlich zappenduster. Okay, und wenn er den macht... Es scheitert doch jetzt sicher an irgendwas. An woran scheitert es? Ja, er will mit dem Springer kommen. Hier gibt es doch sicher irgendeine Taktik, oder? Okay, komm. Nee, wir machen nichts taktisch. Wir geben den Bauern her, kriegen dafür den und gewinnen das Endspiel. Ja. Das reicht doch. Was will er denn machen? Jetzt droht der. Mein Springer kommt rein. Oh, und der Bauer ist angegriffen. Der Bauer ist immer noch angegriffen. Dann nehmen wir ihn irgendwann mal mit. Jetzt droht Springer hier rein. Nur meine Zeit. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, den droht irgendwas. Nein. Gehen wir hier rein. Wir gehen überall rein. Springer C4 wäre vielleicht stärker gewesen. Ich weiß nicht. Jetzt kann er da nehmen. Dann nehme ich da und er darf nicht zurücknehmen wegen dem Schach. Deswegen schlägt er da zuerst, aber das sieht doch hier zappenduster aus. Jetzt drohen schon allerlei Schachs. Und wenn mein Springer noch kommt, dann wird es wahrscheinlich hier mattig. Okay, das holen wir uns doch jetzt hier den Punkt. Das ist doch nur eine Frage der Zeit. Ja, Bauer ist angegriffen, mein Springer droht reinzukommen. Wenn er möchte, kann er mir hier noch einen Racheschach geben. Ich gehe raus und dann ist nichts mehr los. Dahin geht er. Gehen wir mal hier hin. Irgendwo geht er da zugrunde. Jetzt machen wir erstmal dieses Schach. Wir können sogar dieses Schach machen. Ja, wir können das machen. Dann das mit Schachabzug, aber eigentlich will ich den Abzug gar nicht. Jetzt machen wir den. Ach, er kann das machen. Ne, ja, dann mache ich das Schach. Naja, irgendwie geht er hier matt. Das glaube ich nicht, dass er das überlebt. Er kann die Gabel machen, aber sie bringt ihm jetzt nicht so arg viel. Oder? Er macht die Gabel nicht. Okay, ich muss schnell spielen. Ich habe keine Zeit mehr. Und er hofft natürlich darauf, dass ich einen Fehler mache. Aber sofern ich keinen Fehler mache, ist hier ganz schnell gute Nacht. Gell? Was macht er auf den? Was macht er denn auf den? Das ist die Spieler. Und auf den und dann auf den. Er hat doch nichts. Er hat doch in der Stellung nichts. Außer Zeit. Jetzt spielt er natürlich schnell. Ich muss schneller spielen. Er will nur auf Zeit gewinnen. Gehen mit dem König, gehen wir hinter den Bauern. Verstecken uns da und laufen mit dem B-Bauern durch. So, und im richtigen Moment mache ich den. Achso, ich habe ja auch noch einen Bauern, weißt du? Also, ich habe auch einen. Jetzt gucken wir mal. Ja, okay.
Auf den machte was? Auf den machte was? Was macht das jetzt die Spieler da drauf? Schach geben. König B3 aus. Ja, Schach geben, König B3 aus. Habe ich gerade gesagt. Ja. Droht matt, ne? Wenn er nicht schlägt. Ja. Da haben wir einen CC-Spieler gut ausgespielt. Ja, aber zu matt, ne? Hat er übersehen. Nee, oder konnte er nicht verhindern. Das konnte er einfach nicht verhindern. Also, da hat er noch versucht hier, na, ganz wief, typisch Sizilianisch-Spieler, ja, mich noch über die Zeit zu treiben. Aber die Stellung ist total gewonnen. Wahrscheinlich wäre sie sogar davor noch irgendwo gewonnen gewesen. Ich weiß nicht. Es hätte sicher noch was Besseres irgendwo gegeben. Ich habe es nicht gesehen und habe es dann einfach so runtergespielt. Ich hätte ein bisschen schneller spielen sollen. Das war am Ende ein bisschen das Problem. Ja, vielleicht hier schon früher die Damen einfach abtauschen. Er hat doch nichts. Einfach direkt die Damen abtauschen. Das Schach war ja okay. Und hier, Dame C4 sieht zwar gut aus, aber er hat halt dieses D5. Ja, das habe ich nicht gesehen gehabt. Dass D5 gar nicht so schlecht ist. Deswegen vielleicht einfach direkt Dame B5 spielen, abtauschen und auf Gewinn spielen. Aber das ist. Okay, also so viel fürs heutige Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, was lernen. Und wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, dann wie immer abonniert den Kanal, ist kostenlos. Und wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann schaut euch gerne meine Playlist Schachlern an. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Demnächst wird es auch noch einen eigenen Schachtrainingskurs von mir geben. Das werde ich dann aber noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Also. Ich hoffe, euch hat es gefallen und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.